Die deutsche Rentenversicherung verzögert Rentenauszahlung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell erreichte uns eine Anfrage auf rentenbescheid24.de. Es ging darum, dass die Versicherte eine Hinterbliebenenrente Anfang Januar 2019 beantragt hat. Ihr Ehegatte ist Ende 2018 verstorben. Alle Daten, alle Informationen hat sie der Deutschen Rentenversicherung übersandt. Ihre beiden Söhne haben ihr tatkräftig geholfen. Das heißt also, eigentlich alles in Ordnung. Das Sterbevierteljahr wurde auch ausgezahlt. Unsere Kundin kriegt auch ihre Betriebsrente als Hinterbliebenenrente ausgezahlt. Aber bis zum heutigen Tage, also den 21. Juni 2019, gibt es keinen Witwenrentenbescheid. Trotz mehrfacher Anfragen und auch schriftlicher Ermahnungen hat die Deutsche Rentenversicherung bis heute nicht reagiert. Deshalb haben wir im Auftrag unserer Kundin die Deutsche Rentenversicherung angeschrieben und ihr aufgefordert, doch nun endlich den Rentenbescheid zu erstellen und unserer Mandantin zu übersenden. Denn es kann nicht wahr sein, dass die Deutsche Rentenversicherung bei einem ganz glasklaren Fall hier die Rentenauszahlung verzögert und verhindert. Denn unsere Mandantin hat einen Anspruch auf ihre große Witwenrente. Ihr verstorbener Ehegatte war nämlich zum Zeitpunkt seines Todes schon Rentenbezieher. Eigentlich alles klar, da gibt es keine Probleme. Wahrscheinlich hat die Deutsche Rentenversicherung Personalprobleme. Es ist keine Ausnahme. Es ist schon ein, man kann sagen, ein Massenphänomen. Auch wir in der Anwaltskanzlei und Rentenberatungskanzlei von Rentenbescheid 24 bemerken immer öfters, dass wenn wir Rentenanträge stellen, dass die Bearbeitungszeiten nicht mehr, wie immer behauptet wird, 3 oder 4 Monate sind, sondern 5, 6, 7 oder 8 Monate. Im gröbsten oder längsten Fall hatten wir es sogar mit einem Jahr, also mit einer Bearbeitungszeit von einem Jahr zu tun. Da sagen wir schlicht und ergreifend, Deutsche Rentenversicherung, so geht's nicht. Unsere Mandantin hat einen Anspruch auf ihre Witwenrente. Also stellen Sie den Rentenbescheid aus und ansonsten sind wir beauftragt, hier eine sogenannte Untätigkeitsklage gegen die Deutsche Rentenversicherung einzureichen. Näheres zum Thema Witwenrentenbescheid, Hinterbliebenenrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.